Hi, schön, dass du dabei bist. In dem heutigen Video geht es um drehsymmetrische Figuren. Wir werden einmal klären, was Drehsymmetrie eigentlich heißt und werden das anhand von ein paar Beispielen veranschaulichen. Wir fangen mal hier bei dem Dreieck an. Das hier ist erstmal ein besonderes Dreieck, ein gleichseitiges Dreieck. Jede Seite des Dreiecks ist gleich lang. Und um herauszufinden, ob das drehsymmetrisch ist oder nicht, müsste ich das Dreieck jetzt einmal drehen. Ich will mir also überlegen, was passiert, wenn ich anfange, das Dreieck um seinen Mittelpunkt zu drehen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wenn ich das Dreieck bis hierhin drehe, also diese Spitze bis hierhin, dann würde das Dreieck wieder genauso aussehen, wie es jetzt aussieht. Das heißt, ich habe mein Dreieck noch nicht ganz gedreht und bereits nach 120 Grad in diesem Fall, also wenn ich das einmal so drehe, sieht es genauso aus wie vorher. Das heißt, ich muss es nicht vollständig drehen, damit es genauso aussieht, wie es jetzt aussieht. Und das würde heißen, das Dreieck ist drehsymmetrisch. Bei dem Parallelogramm, das ist so ähnlich. Da könnte ich mir jetzt überlegen, was passiert, wenn ich das Parallelogramm drehe. Und dann würde ich mal überlegen, ich drehe das erstmal ein Stück bis hierhin. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, mein Parallelogramm, das ist ja hier ein bisschen lang gezogen. Und wenn ich diese Spitze bis hierhin drehen würde, dann wäre mein Parallelogramm hier etwas lang gezogen. Das heißt, es würde nicht so aussehen, wie es jetzt aussieht. Wenn ich mein Parallelogramm aber jetzt noch ein Stück weiter drehe, das heißt, wenn ich diese Ecke drehe, bis sie hier ist, dann hätte ich mein Parallelogramm um 180 Grad gedreht und es würde genauso aussehen, wie es jetzt aussieht. Das heißt, ich muss keine volle Drehung machen, damit das Parallelogramm genauso aussieht wie am Anfang. Und das bedeutet, das Parallelogramm ist drehsymmetrisch. Wir schauen uns jetzt einmal das Trapez an. Bei dem Trapez kann ich mir jetzt überlegen, wenn ich mein Trapez anfange zu drehen, ich sehe ja, bei dem Trapez ist eine Seite und die gegenüberliegende parallel. Und wenn ich jetzt bei dieser Ecke anfange und das Trapez um 90 Grad drehen würde, also bis die Ecke ungefähr hier wäre, dann hätte ich mein Trapez liegend. Das heißt, diese beiden Seiten, die würden so zueinander stehen, die wären also nicht parallel, das sind sie ja hier auch nicht. Und das heißt, mein Trapez sieht noch nicht so aus wie am Anfang. Jetzt drehe ich mein Trapez ein Stück weiter. Das heißt, ich würde das weiter drehen, bis diese Ecke da ist. Ich hätte mein Trapez jetzt um 180 Grad gedreht. Dann würde die kurze Seite hier unten sein und die lange hier oben. Und dann wäre für mich wieder klar, okay, das sieht noch nicht aus wie das Trapez am Anfang. Wenn ich das jetzt noch ein Stück weiter drehe, dann würde mein Trapez so liegen, dass wieder diese beiden Seiten so liegen würden. Und dann wäre mir wieder klar, das Trapez sieht immer noch nicht so aus wie am Anfang. Und erst, wenn ich das Trapez einmal komplett drehen würde, bis es am Anfang angelangt ist, dann würde es genauso aussehen wie am Anfang. Aber das heißt, unser Trapez ist nicht drehsymmetrisch, weil ich müsste erstmal das Trapez um 360 Grad drehen, das heißt eine volle Drehung machen, damit es aussieht wie am Anfang. Aber Drehsymmetrie heißt, dass ich die Figur nicht um 360 Grad drehen muss, damit sie genauso aussieht wie am Anfang. Wir machen mal ein letztes Beispiel. Jetzt gucken wir uns diesen Stern an. Und bei diesem Stern, da könnten wir uns wieder überlegen, wenn wir den Stern um 90 Grad drehen würden um den Mittelpunkt, dann wäre diese Spitze dort und der Stern würde aussehen wie am Anfang. Das heißt, dieser Stern wäre wieder drehsymmetrisch. Wir fassen zusammen. Wenn ich eine Figur um weniger als 360 Grad drehen muss, damit sie wieder aussieht wie am Anfang, dann ist die Figur drehsymmetrisch. Wenn ich sie aber erst um 360 Grad drehen muss, damit sie wieder aussieht wie am Anfang, dann ist die Figur nicht drehsymmetrisch. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und vor allem auch geholfen. Und ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Video.